Heute gibt es mein allererstes Video mit einem Hyundai. Es ist nicht nur irgendein Hyundai, es ist ein i30N und auch nicht irgendein i30N, sondern nochmal was ganz Besonderes. Erstmal müssen wir gucken, wo der Franz ist. Da ist der Franz. Ich höre eine Sprachnachricht. Du hörst eine Sprachnachricht ab. Er hat eine Sprachnachricht ab. Okay, hallo. Hi. Achso, warte, nochmal. Noch mal. So. Alles klar. Ja, bei liebe dir. YouTube-Gemeinde, ja, bestens. Außer das Wetter ist so toll. Ne? Ist egal, ist egal. Weil im Auto sitzt man ja drin. Ich hab was für dich. Du hast was für mich, ja. Ja, ich sehe schon, da steht er auch schon. Da steht er. Er war sauber, aber ja, Wetter ist eigentlich ganz so toll. Aber ich glaube, dafür... Ach, ist ja immer noch sauber. Ja, schmeiß weg. Das ist ja nicht... Das ist ja erstmal Hyundai i30N. Genau, Hyundai i30N Performance. Ja, da macht Hyundai einen großen Unterschied. Okay. 275 PS Original. Und wir haben eine Kleinserie gebaut, nennt sich SMN 300. Wofür die 300 steht, könnt ihr euch denken. 300 PS, 420 Newtonmeter. Wir haben 10 Stück davon gebaut. Und wir bauen 10 Stück nach und nach. Wir haben jetzt 4 fertig. Da steht schon der nächste, der auch umgebaut wird. Okay. Jeweils 2 in jeder Farbe. Und das ist unser Prototyp, das erste Auto. Also es ist nicht nur ein ganz normaler Hyundai i30N Nein. Performance. Nein. Sondern Sonderserie SMN 300. Genau. Das heißt, sogar mit Plakette, ne? Mit Plakette, die könnt ihr dann gleich sehen. Haben wir alles mit der, in Kooperation mit Torpedo-Gruppe gemacht. Ne? Kennt ihr ja auch viel von mir, in ganzen Autos, viel ja. Von Torpedo-Gruppe. Und ja, sollen wir rumgehen, dann zeige ich dir, was gemacht ist. Ja, erstmal vielleicht kurz für die Leute, ich denke, fast jeder kennt dich, aber für die Leute, die dich nicht kennen, das ist ja Franz Simon von Simon Motorsport, da steht's. Genau. Das ist hier sein Reich. Genau, richtig. Und du bist ja, was machst du? Ich mache Autos schneller und ja. Schöner, aber größtenteils schneller. Ich weiß auf jeden Fall, glaube ich, wie man ein vernünftig gutes Auto baut. Okay, erstmal würde ich sagen, man. Einmal eine Rundumschau, einmal bitte Carbon. Jetzt. Genau, und tschüss. Und ja, kurze Rundumschau, was bei dem Auto oder was an dem Auto alles gemacht wurde. Vielleicht ganz wichtig zu erwähnen, man kann die Autos flammneu kaufen. Bei der Torpedo-Garage mit Garantie und allem Pipapo fertig. Ja, der Umbau von dem Auto liegt so bei knapp 12.000 Euro normalerweise. Der Aufpreis zum Neuwagenkaufpreis aber nur bei 8. Das heißt, okay. Man spart viel, viel Geld. Der war nochmal limitiert auf? 10 Stück. Da kommen auch Folgen auch nicht mehr dann, oder? Nein. Okay, komplett limitiert auf 10 Stück in 10, dieser... 10 Stück, genau, eine ja. Von 10. In dieser Edition, was haben wir gemacht? Wir haben rundum verspoilert, also Frontspoiler, Seitenschweller und Heckansätze. Habt ihr den Carbon hier gesehen? Fahrwerksmäßig ist da ein... Also das heißt, das hier ist nicht original? Das ist nicht original. Also in dem Fall, an dem Wagen ja schon, aber... An dem Wagen schon, das ist jetzt, was ihr gemacht habt, ja. Nicht original. Ne? Ganz wichtig, wird alles eingetragen. Ganz wichtig. Ja. Auch die Farbgebung oder... Gibt es hier verschiedene? Nein. Es gibt 2 in jeder Farbe, sprich 2 weiße, 2 graue, 2 schwarze, 2 blaue und 2 rote. Okay, was ist noch anders? Also die Verspoilerung rundherum, ein KW-Gewindefahrwerk ist drin, Variante 3, mhm. Höhe verstellbar, Härte verstellbar, Zug- und Druckstufe, also Rennsportfahrwerk. Wir wollten aus dem Auto was machen, was man halt auch mal auf der Nordschleife bewegen kann. Ne? Sieht dementsprechend schon mal optisch so aus, ne? Genau, genau. Mhm. Räder haben wir MB-Design, MF1, das ist ein Magnesiumrad. Mhm. Das originale Rad wiegt knapp 15 Kilo. Ja. Das wiegt 7,5. Das ist wenig, ja. Und das merkst du mal. Also wenn man ein bisschen Auto fahren kann und sich auf der Rennstrecke ein bisschen auskennt, das merkst du halt beim Einlenken extrem, dass der Wagen einfach einlenken möchte. Ja. Das ist einfach viel schöner zum Einlenken. Ja, dann optisch. Sonst erstmal ja, Räder, Michelin Pilotsport PS, mhm. Reifen, Entschuldigung. Wir hatten ja. Zuerst überlegt, einen Cup-Reifen zu fahren, also einen Cup 2, aber. Ja, wird schwierig im die Alltag. Breite Masse, genau. Ja. Und wenn es regnet, passt das dann nicht. Also Pilotsport 4S. Die sind aber auch sehr gut, der hatte ich auf meinem GTI Clubsport drauf. Genau, genau. Und dann haben wir uns gedacht, gut, dann machen wir halt von innen auch ein bisschen was, sonst hast du das von außen und innen Serie. Und ja. da haben wir halt Alcantara-Lenkrad aufgepolstert mit 12 Uhr Markierung. Ne, dann haben wir die Leiste innen auch mit Alcantara beziehen lassen. Ich pflanze mich mal kurz.
Uiuiuiui. Das ist da nicht ganz sauber. Das Auto wird doch bewegt, also schon über 10.000. Also das Alcantara ist nicht serienmäßig am Lenkrad? Nein, das Alcantara ist nicht serienmäßig. Oh, das fühlt sich aber schön an. Ist gut, ne? Das fühlt sich richtig so, das sehr gibt noch so ein bisschen nach. Das finde ich toll. Genau, du kannst da richtig reingreifen. Genau, weil es aufgepolstert ist. Ja? Das heißt, mega cool. Es ist ein bisschen griffiger als das Original. Das Originallenkrad ist ein bisschen vom Umfang nicht so ganz so extrem. Und auch hier, ne? Das genau, ist auch wahrscheinlich nicht normal, dass es hier Alcantara ist. Richtig, genau. Dann haben wir die Leiste mit Alcantara beziehen lassen. Sehr schick. Die Nähte alle in dem gleichen Blau wie die Sitze. Und der Schaltsack ist auch Alcantara. Das Original ist auch nicht original. Genau. Und ganz Plakette. Wichtig natürlich die Plakette hier vorne. Genau, eine Plakette drauf, ein bisschen Carbon, Personalisierung, eine Unterschrift von mir. Sehr cool. Und ich habe sie extra nicht durchnummeriert. Ja. Also nicht 1, 2, 3, 4, sondern ich habe immer geschrieben, einer von 10. Okay. Weil ich da keinen von irgendwie bevorteilen wollte und sagen, ja, ich habe Nummer 1, ich habe Nummer 3. Ja. Einer von 10. Das ist cool. Okay, das war ist hinten auch noch irgendwie was? Nee, oder hinten alles original? Nein, hinten halt noch, quasi. Ich meine im Innenraum jetzt erstmal. Nein, alles original. Okay. Die Ansätze, dann halt hinten nochmal Torpedogruppe drauf, SMN 300. Und ansonsten wirst du eigentlich mehr erfahren, wenn du das Ding mal fährst. Ja, das lasse ich mir natürlich nicht nehmen. 300 PS. 300 PS, 420 Newtonmeter. Läuft gute 265, 270, aber macht unglaublich Spaß. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen Regen. Traktion schwierig, aber macht. Wir warten kurz, bis gutes Wetter ist und dann. Macht sehr viel Spaß. Aber wir können ja vielleicht schon mal einen Soundcheck machen. Ist hier drin vielleicht sogar cooler als draußen. Boah, der scheppert. Also Sound Hyundai i30 N Performance klingt auch so. Ganz genau. Und das ist sogar der mit OPF, also das ganz neue Modell, wo sich alle beschwert haben im Internet, der ist nicht laut genug, der knallt nicht laut genug. Also ich, das ist meine eigene Meinung dazu. Findest du sogar dabei? Das ist ein richtig geiler Sound. Also da kann jetzt zum Beispiel oder so nicht mithalten, meiner Meinung nach. Nennen wir mal keine Marke, aber die anderen können lernen. Das einzige Mega. Noch, was nicht original ist, wir haben, das hörst du von vorne so ein bisschen, da ist ein Piper Cross Sportelfilter drin, aber okay. In der originalen Box. Da ist der Durchmesser ein bisschen größer und mit ein bisschen mehr Durchsatz, bringt auch nochmal 2-3 PS, aber vor allem den Klang halt von vorne. Klangmäßig hat er mich schon mal überzeugt, aber jetzt will ich mal eine Runde fahren. Bitte sehr. Wir sehen uns gleich. Ciao. Der hat zwei Farbmodi-Einstellungen, wie ich das hier sehe. Einmal Custom, also Benutzer definiert, und einmal Race-Modus, aber mit einem N-Logo von dem Hyundai i30N. Logischerweise. Was ich festgestellt habe, der hat diese Zwischengasfunktion. Moment. Jetzt macht er das nicht. Ah, jetzt. Wenn du bremst, bevor man den Gang wechselt, gibt er nochmal so ein Zwischengas. Ich muss ja sagen, für mich persönlich jetzt im Alltag, finde ich Handschalter halt immer unglaublich anstrengend für jemanden, der viel, wirklich viel Auto fährt. Da war es wieder. Ja, hast du gehört? Ich muss jetzt nur gerade mal gucken, wo ich langfahren muss. Wo muss ich langfahren? Klaus. Ich weiß nicht, wo. Also es geht jetzt überall eigentlich auf die Autobahn. Dann fahren wir jetzt einfach mal sinnlos auf die Autobahn. Wie gesagt, für mich für den Alltag eher kein Handschalter. Aber so für Spaß, Rennstrecke, mega geil. Fahren wir jetzt mal nach Heinsberg. So, halt die Kamera fest. Yep. Man merkt ja direkt, wie die Reifen das ESP eingreift. Der klingt schon geil. Moment. Oh, hörst du dieses Knattern hinten raus? Das ist so cool. Also, mein erstes Hyundai-Video mit Hyundai 30N Performance SMN 300, was für ein langer Name, direkt die Top-Version hier erwischt. Und der fährt sich richtig geil. Ich liebe den Sound und der ist original, wie der Franz gerade schon sagte. Wie der knattert hinten, wenn du schaltest, das ist so cool. Ich hoffe, ihr hört das.
ist, glaube ich, schwer zu hören. Die Autobahn ist schön frei. Leider noch ein bisschen nass hier. Aber es ist krass, wie der abgeht, ne? Guck mal, wenn du jetzt runterschaltest, merkst du direkt, wie der durchzieht. Jetzt verstehe ich auch, warum die Leute so auf den Hyundai i30N abfahren. Ich konnte mir da vorher nie ein Bild drüber machen, weil ich den halt nicht selber gefahren bin. Aber jetzt, wo ich den zum ersten Mal fahre, top Teil. Ich finde das Lenkrad richtig cool. Das ist so richtig griffig. Ne, mit dieser, hat ja Franz auch gerade erklärt, dieses aufgepolsterte Lenkrad, das fühlt sich so toll an. Ich habe schon fast Lust, das auch so bei meinem nächsten Auto machen zu lassen. Richtig hochwertig auch alles. Gefällt mir richtig gut. Komm, wir ziehen noch mal durch jetzt. Oh, 120. Aber coole Strecke hier. Ja, schön frei die Autobahn. Das, so mag ich das doch gerne. Leider nur ein bisschen nass, aber man merkt trotzdem die Leistung von dem Auto. Ja, das reicht vollkommen. Also, fahre ich jetzt hier wieder ab? Ja, einmal drehen, oder? Komm, wir fahren jetzt mal dahin, wo keiner hinfährt, damit wir hier mal noch mal ein bisschen testen können. Da war wieder das Zwischengas. Halte ich fest? Ich halte mich fest. Jetzt hat man es aber gehört, oder? Ja. Nee, also lässt sich wunderbar schalten. Fahrwerk richtig toll abgestimmt hier alles. Also ich glaube, so für den Spaß würde ich mir den auch holen, wirklich. Ich bin echt sehr, sehr begeistert. So, und da sind wir auch schon wieder. Aber ein paar Fragen habe ich jetzt an den Franz noch. So, da sind wir wieder. Und, liebes Fräulein, Stromschlag. War cool, macht Spaß. Ist ein richtiges Spaßauto. Auto ist lieber noch dreckiger als vorher. Also ja, musst du jetzt auch mal leiden hier so auf dem Feldweg für ein paar gute Aufnahmen und so. Jetzt ist die Sonne wieder raus. Ja, ne? jetzt ist wieder alles trocken, ja. Ist Vorführeffekt halt. Ne? Bist du schon mal im normalen Video? Nein, das ist mein allererstes Hyundai-Video überhaupt. Dann hast du aber dann hast du auch keinen. Ich habe keinen Vergleich. Aber vielleicht auch für die Leute, die genauso wenig Ahnung haben wie ich jetzt von dem Hyundai. Wie viel hat denn der normale Hyundai i30N? Wie viel hat der Performance oder Der normale i30N hat 250 PS, der Performance 275 und der hat 300, das ist die Maximalleistung. Okay. War bei 2.500 Drehungen hat er fast 50 PS mehr. Also irgendwo merkst du schon extrem, dass der viel besser läuft als original. Preislich? Unterschiede? Wie gesagt, Aufpreis ist 8.000 Euro. Dann ist der bei ungefähr so, wie er jetzt da ohne steht? Ohne Panoramadach mit 38,99, mit Panoramadach 39,99. Also so 38,99. Okay, sind die 10 Stück schon weg? Nee. Nicht alle. Ich weiß jetzt nur noch nicht, welche Farbe das heißt, es gibt noch, welche zu haben. Es gibt noch welche zu haben, genau. Wer sich noch interessiert für den Hyundai i30N Performance FSMN 300. Das ist fast wie bei Mercedes. Ja. Mercedes AMG, wenn man Balkan ins Auto abholt. Wie heißt das Ding? Formatik. AMG GT S63 Viertürer Formatik Plus. Irgendwie so, ja. Also, wer sich für den da interessiert, ganz einfach, Torpedo-Gruppe. Genau, aber coole Karre hast du da zusammengebastelt. Also, zusammengebastelt klingt immer so blöd. Ich finde, der gebaut. Ist sehr schön, dezent, aber sportlich. Könnte so, auch so ab Werk kommen, oder? Ja, gefällt mir gut. Was hat dir nicht gefallen? Ehrlich gesagt, gar nicht. Echt jetzt? Okay. Ja, cool. Also das Einzige, ich gehe ja mal davon aus, von mir, ne? Also ich zum Beispiel würde jetzt für den Alltag keinen Handschalter fahren, weil ich halt sehr viel Auto fahre. Klar, aber wenn ich jetzt so ein Spaßauto suche für einen Track oder so, dann auf jeden Fall Handschalter Hyundai i30N Performance SMN 300. Yes! Okay, danke dir für die Testfahrt. No problem, jederzeit gerne. Und ich fahre jetzt wieder nach Hause und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und nicht vergessen, subscriben, liken, teilen. Bei mir Simon Motorsport und bis bei mir natürlich auch. Bis zum nächsten Mal.